Ostern beim Deutschen Feld- und Kleinbahnmuseum in Deinste. 2012 und 2014 verschlug es mich zum Eiersuchen nach Niedersachsen. Während ich dort 2012 mit ausgesprochen widrigen Witterungsbedingungen zu kämpfen hatte, war es dieses Jahr sonnig und warm. Der überwiegende Teil der Aufnahmen aus diesem Film ist daher ganz aktuell. Erst seit 2011 reicht die ohnehin kurze 600 mm Strecke bis zum Bahnhofsgebäude von Deinste an der normalspurigen Strecke von Osterholz-Scharmbeck nach Stade. Fast 30 Jahre führten die 1,2 Kilometer Feldbahngleise vom sogenannten Kleinbahnhof Deinste über die Station Hagel, wo bei Zweizugbetrieb gekreuzt wird, zur Endstation Lütjenkamp. An ausgewählten Tagen ist neben zahlreichen Feldbahndieseln hier die Dampflok Nummer 1 unterwegs. Im Gegenzug sehen wir hier bespannt mit einer ostdeutschen LKM aus dem Jahre 1953. Die Dampflok wurde 1927 bei Henschel in Kassel erbaut und an ein Ziegelwerk in den Niederlanden ausgeliefert. Über mehrere Stationen gelangte sie bereits 1992 nach Deinste. Seinerzeit war sie noch im Eigentum des TÜV Nord. Erst 2010 konnte der Verein die Lok erwerben. Das Umsetzen in Lütjenkamp ist mangels Umfahrungsmöglichkeit nur unter Zuhilfenahme einer weiteren Lok möglich. Jetzt aber schnell! Gleich fährt die Dima von 1959 mit ihrem sehr authentischen Kipplorenzug aus. Kurz darauf tritt auch der Personenzug die Rückfahrt an. Thank you.
Hagel wird die Kreuzung mit dem entgegenkommenden Zug, bestehend aus einer offenen Dima und den schönen Sitzloren, abgewartet. In Deinste. Der Lorenzug ist auch bereits wieder unterwegs. Umsetzmanöver der kleinen Dampflok findet unter regem Publikumsinteresse statt. Emsig knattert der Lorenzug in Höhe der Fahrzeughalle gen Nordost. Kaum sind ein paar Wolken aufgekommen, schon sind die Sitzloren deutlich schwächer ausgelastet. Der hübsche Personenzug besteht aus ehemaligen Lazarettwagen der Heeresfeldbahnen von 1919 und einem Eigenbau des Torfwerks Klaßmann aus Hesepe im Emsland. Die Fernsprechbude in Hagel ist eigentlich überflüssig. Bei den überschaubaren Distanzen könnte man sich notfalls auch ohne technische Hilfsmittel mit der nächsten Station verständigen. Thank you.
Zwar reicht der Kohlevorrat der Lok für einen Betriebstag locker aus, aber Wasser muss zwischendurch genommen werden. Dafür fährt die Lok solo zum Betriebsgelände. Bis zu 0,8 Kubikmeter Wasser kann die Tenderlok mit sich führen. Derweil bringt eine weitere Dima den Zug wieder zur Lok. Abfahrt. Nach einer kleinen Spende an den Verein wollte der Lokführer dann einmal zeigen, dass die Lütte mit ihren 80 PS auch richtig Action machen kann. Schauen Sie doch auch selbst einmal vorbei beim DFKM in Deinste.